Hallo meine Lieben, hier ist Mama Nadja mit deinem Kanal für Spielideen für zu Hause, Baby- und Kleinkindentwicklung, Montessori-Erziehung und positive Disziplin. Die Videoreihe Montessori Step by Step soll eine Art Anleitung bieten, wie du Montessori-Prinzipien zu Hause Schritt für Schritt einführen kannst. Das sind meine persönlichen Tipps, wie ich damals angefangen habe. Und wenn du gerade nicht weißt, wo du beginnen sollst, empfehle ich, mit der räumlich vorbereiteten Umgebung zu starten. Die vorbereitete Umgebung ist die Umgebung, die wir Erwachsene sorgfältig vorbereiten. In einem Montessori-Klassenzimmer spielt das eine sehr große Rolle, aber auch zu Hause, wo die Kinder die meiste Zeit verbringen, können wir die Umgebung entsprechend gestalten und vorbereiten, so dass unsere Kinder sich wohlfühlen, an unserem Familienleben teilnehmen können und sich selbstständig helfen können. Maria Montessori entdeckte, dass die Umgebung sowohl günstig als auch ungünstig auf die Entwicklung des Kindes auswirken kann, je nachdem, wie sie gestaltet ist. Daher empfehle ich, mit der Umgebung zu starten und überlegen, wie du das sorgfältig für dein Kind vorbereiten kannst. In diesem Video zeige ich euch unsere Küche und unseren Essbereich, wie wir das für die Kinder vorbereitet haben. Den Flur habe ich euch bereits gezeigt in dem Video, das werde ich auch in der Infobox verlinken oder hier oben, dann könnt ihr nachschauen bei Interesse. Essen und Trinken ist ein sehr wichtiger Bestandteil unseres Lebens. Mindestens dreimal am Tag wird gegessen und getrunken. Deswegen verbringen wir die meiste Zeit in der Küche. Und wo sind unsere Kinder in dieser Zeit? Normalerweise sind sie bei uns in der Küche und die beobachten uns ganz genau, was wir machen. Die wollen dabei sein, die wollen uns helfen. Von daher, wenn du die Küche oder Küchenbereich und Essbereich für dein Kind einrichtest, hab das im Hinterkopf, dass dein Kind vielleicht an dem ganzen Geschehen partizipieren möchte, möchte dir helfen. Und da können wir dem Kind entgegenkommen und überlegen, was wir dem Kind anbieten können, dass er mitmacht. Wenn wir möchten, dass die Kinder uns bei der Essenzubereitung helfen, sollen wir natürlich überlegen, wie können sie das machen. Sie brauchen eine Arbeitsfläche, die in deren Höhe ist. Es könnte zum Beispiel ein Kindertisch sein oder irgendeine Fläche, eine Kommode, was so hoch ist, dass das Kind selbstständig drankommen kann und selbstständig sein Essen, sein Snack zubereiten kann. Bei uns ist es diese umgestaltete IKEA-Küche, IKEA-Spielküche, die wir nicht als Spielküche nutzen, sondern als funktionale Arbeitsfläche für unsere Kinder, damit sie sich selbstständig Snacks zubereiten können. Hier gibt es ein Schneidebrett, was die Kochplatte ersetzt hat und die Kinder können sich zum Beispiel Banane nehmen, selbstständig Banane schälen, selbstständig Banane schneiden und sich somit einen Snack zubereiten und an ihrem kleinen Kindertisch verzehren. Hier habe ich noch ein paar Snacks für die gerichtet. Diese Snacks stelle ich jeden Tag hin und in der Menge, die ich für nötig finde, damit sie tagsüber Snacks haben. Wenn ihr merkt, dass das Kind zu viel snackt, zu viel zwischendurch isst, dann würde ich die Snackmenge reduzieren und entsprechend nur die Menge quasi bereitstellen, was das Kind essen darf und entsprechend an bestimmten Mahlzeiten auch Hunger hat. Anstatt von einem Kinderwasserhahn habe ich einen Wasserspender gefunden und somit können die Kinder die Hände waschen. Hier ist natürlich auch echtes Wasser drin. Das fließt nicht so schnell und das reicht dafür, dass die Kinder sich auch selbstständig die Hände waschen, eventuell selbstständig Obst waschen und manchmal auch Geschirr, wobei das ist jetzt etwas knapp fürs Geschirr, aber die Hände können sie sich auf jeden Fall hier waschen. Dementsprechend steht nebendran eine Schale mit Seife und neben dem Ganzen hängt ein Handtuch auf der Höhe der Kinder, damit sie sich die Hände nachher abtrocknen können. Neben dem Handtuch hängt eine Schürze, das ist für meine Tochter, damit sie mir hilft, wenn wir was backen, dann zieht sie die Schürze an. So, was haben wir hier drinnen in der Küche? Das sind keine Spielzeugsachen, sondern wie ich gesagt habe, das Kind kann auch mit dem echten spielen bzw. mithelfen und eine sinnvolle Aufgabe machen. Hier sind alle Sachen, die die Kinder brauchen für die Snacks. Das sind die kleinen Schälchen, falls sie sich Rosinen reintun wollen oder die geschälte Banane schneiden und so weiter. Und da drin sind die kleinen Teller. Hier sind die Sachen von meiner Tochter.
Da sind die Messer. Das ist extra in diesem Container drin, damit mein Sohn nicht rankommen kann, weil er noch nicht in dem Alter ist, um sich selbstständig diese Messer rauszuholen. Und hier sind auch verschiedene Tools, damit Sie sich Snacks zubereiten können. Also das ist jetzt Orangensafter, damit Sie sich Orangensaft zubereiten können. Apfelschneider und Eischneider. Alles IKEA. Übrigens, wenn es irgendwas ist, was nicht IKEA ist, würde ich das in der Infobox verlinken. Ansonsten, die meisten Sachen sind tatsächlich aus IKEA. Auch diese Schälchen sind aus IKEA Spielküche. Das findet ihr alles in IKEA. Und hier nebendran haben wir Sachen wie Handtücher. Hier sind ein paar Lappen. Und hier unten sind, hier sind so ein paar Putzmittel. Hier habe ich Geschirrspüler im Wasser verdünnt. Hier ist eine Bürste, damit Sie den Tisch reinigen können. Ein paar Lappen. Und alle Lappen habe ich einfach zugeschnitten, damit es besser für die Kinderhände passt. Neben der Küche haben wir so ein Set, so ein Putzset für Kinder. Ich finde die Qualität ziemlich mau, aus Plastik alles. Man könnte was Besseres finden, aber wir haben das jetzt und wir nutzen das jetzt. Und das ist auch ziemlich gut, so ein Kehrbesen zu haben in der Größe der Kinder. Die werden auf jeden Fall fleißig sein, ihre Krümel, nachdem sie gegessen haben, aufzukehren bzw. versuchen. Klar, in dem Alter sind sie noch nicht so perfekt, aber es geht hier nicht um Perfektion, sondern eigentlich um eigentlicher Tatsache, dass sie mitmachen wollen und mithelfen können. Es steht eigentlich so nah zueinander, weil wir ja neben der Küche auch diesen Esstisch haben, wo die Kinder ihre Snacks essen. Meistens essen sie ihre Snacks an diesem Tisch und die Mahlzeiten essen wir gemeinsam an dem gemeinsamen Familienesstisch. Was das hier ist, habe ich bereits in dem Video Beikost nach Montessori erwähnt. Ich werde es verlinken. Und das ist eigentlich so Montessori-Platzsets, die für Kinder eine Hilfestellung leisten sollen, um den Kindern auch zeigen, wie sie den Tisch decken sollen. Von daher kann man das eigentlich ganz einfach selber herstellen. Da sind wiederum IKEA-Sets und ich habe das einfach gemalt, wo der Teller hingehen soll, Messer, Löffel, Gabel, Serviette und das Glas. Und wenn wir die Räume nach Montessori gestalten, sollen wir nicht vergessen, dass auch Ästhetik eine sehr große Rolle im Kinderbereich spielt. Von daher, im Essbereich kann man den Kindern Blumen auf den Tisch stellen und die Bilder auf der Höhe der Kinder aufhängen, damit sie auch was zum Betrachten haben. Wenn die Kinder mir in der Küche helfen wollen und an die Arbeitsfläche kommen sollen, haben wir hier einen Stuhl, das heißt auch Montessori Learning Tower. Und das hilft uns immens. Die Kinder können natürlich auch zugucken, was ich mache. Die können mitmachen, die können sich mit mir unterhalten. Manchmal essen sie auch Snacks an diesem Stuhl. Also wir sind sehr, sehr zufrieden. Diesen Stuhl haben wir selber gebaut. Und wiederum kommt IKEA zu Hilfe. Dort findet ihr zwei Sachen, die ihr für diesen Learning Tower braucht. Ich werde euch in der Infobox auch Link verlinken zu einer Anleitung, Bauanleitung. Wir sind das bereits seit 2,5 Jahren. Wir sind sehr, sehr zufrieden und es wird täglich benutzt. Die Kinder sind auch nicht so quengelig, wenn sie sehen können, was er macht. Und sie lernen auch ganz viel. Und das Wichtige ist, sie können einfach mitmachen. So, wenn wir das Essen gemeinsam zubereitet haben, wollen wir natürlich das Essen verzehren, genießen und dafür müssen wir natürlich Tisch decken. Thank you.
in der Küche haben wir für die Kinder eine Schublade eingerichtet. Diese Schublade ist nur für die Kinder da, die ist unten und sie können selbstständig die aufmachen. Und hier sind die Sachen, die Kinder, also da sind nur Kindergeschirr. Hier sind deren Teller, hier ist das Kinderbesteck. Nebendran sind so Schalen für Müslis oder für Frühstück. Hier sind noch ein paar Sachen, Utensilien für die Küche, damit sie mir helfen können, wenn sie mal Teig mit mir machen oder irgendwas aufschlagen. Nebendran sind ihre Flaschen für unterwegs. Dieser Bereich ist eigentlich für meine Tochter für Kita. Das ist so eine Thermoskanne und die Brotdosen, das gehört natürlich auch hier rein. Übrigens, es sind nicht immer so aus, ja. Ich habe das jetzt vor dem Video ein bisschen besser organisiert. Ja, die Sachen kommen durcheinander. Von daher wundert euch nicht, dass es so aussieht. Es sieht nicht immer so aus. Hier sind die Sachen für Getränke. Hier sind die kleinen Gläser für Andreas. Wir haben die genutzt, als er bereits 6 Monate alt war. Das sind eigentlich Schnapsgläser, wieder aus IKEA. Die Gläser sind auch aus IKEA. Ich finde die auch praktisch, weil sie hier so einen Übergang haben und die Kinderhände können es besser greifen. Und Andreas trinkt inzwischen auch aus diesen Gläsern. Da sind kleine Kännchen, wo sie sich das Wasser holen können und dann aus dem Kännchen ins Glas schütteln können. Und ja, es gibt auch eine Teetasse, aber es gibt noch eine zweite Teetasse und das ist Plastik. In der Montessori-Umgebung findet ihr eigentlich nur echtes Geschirr, also nur Glas, Porzellan. Normalerweise gibt es kein Plastik in Montessori-Umgebung, aber bei uns ist es jetzt nicht so streng und strikt. Also wir haben auch diese Bambusteller für Andreas mit Saugnapf, die nutzen wir immer noch ganz gerne. Wir haben auch Plastikbecher und wir haben auch ein paar Plastikteller. Wieso nutzt man in Montessori immer echte Sachen, echtes Glas? Der Grund hierfür ist, dass man dem Kind auch vertrauen möchte und man möchte, dass das Kind auch Gefühl hat, das Kind gehört dazu, ist ein Familienmitglied, es bekommt das gleiche Glas wie Mama und Papa. Aber anderer Grund ist auch, dass das Kind lernt, mit den Sachen, die ihm gehören, vorsichtig und sorgfältig umzugehen. Und die Kinder lernen auch ganz schnell, aus den echten Gläsern zu trinken. Von daher finde ich das gar nicht so nötig, irgendwelche Lernbecher zu kaufen, wenn das Kind gleich auch aus dem echten Glas trinken kann und lernen kann, wie man trinkt. Und hier auf dieser Seite haben wir einen Spender wiederum, so einen Wasserspender. Das ist auch für die Kinder. Das ist eigentlich für meine Tochter hauptsächlich. Sie kommt dran und sie kann sich auch selbstständig Wasser einschenken. Für meinen Sohn, für Andreas, ist es noch zu hoch. Ja, man muss ihm einfach helfen. Aber es ist da. Sie wissen, dass es da ist. Und wenn sie Durst haben, dann holen sie sich das Glas aus der Schublade und können da trinken. Und wenn die Kinder mit uns am Tisch essen, meistens die gemeinsamen Mahlzeiten sind Mittagessen und Abendessen, nutzen wir diese Hochstühle. Die sind super, finde ich, weil die Rollen haben. Die können selbstständig drankommen. Man kann die ganz schnell zurecht bringen an den Tisch. Und die kann man super schnell einstellen, indem man hier in diesem Bereich einfach entsprechende Sitzhöhe zudrehen kann, entsprechende Fußhöhe zudrehen kann und so weiter. Also die finde ich super praktisch. Kann man sehr schnell abwaschen. So können Sie mit uns an unserem Familientisch teilnehmen. Diese vorbereitete Umgebung, die Umgebung in der Küche und im Essbereich ist eigentlich etwas, was sich ständig verändert, kontinuierlich verändert, je nachdem wie die Kinder groß werden und ihre Bedürfnisse ändern sich natürlich und dementsprechend ist es nichts Statisches, sondern verändert sich mit dem Kind. Deswegen kann man immer daran feilen und das verbessern und überlegen, wie wir das Leben unserer Kinder einfacher machen können, wie wir denen helfen können, selbstständig zu sein und diese Selbstständigkeit unterstützen können. Im nächsten Video zeige ich euch unser Wohnzimmer, den Kinderbereich in unserem Wohnzimmer. Und solange du auf diese Videos wartest, empfehle ich dir, diese Videos hier anzuschauen. Da findest du ganz viele Tipps und Tricks, wie du Montessori einfach und schnell zu Hause implementierst. Ich wünsche euch alles Gute, wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, tschüss!